Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Nemesis. Wir sind am Arm der Welt. So, Nemesis ist am 8. Juli rausgekommen und nun, wir sind drin in der Welt. Hier können wir irgendwas. Wir sind getrennt worden. Wir sind im Moment mit ihm unterwegs. Ich habe den Namen dummerweise schon wieder vergessen. Ja. In der letzten Folge im Prolog haben wir mit ihr gespielt und jetzt sind wir mit ihr im Start. Rot. 5 ist rot. Wir setzen dies fort. 5 ist rot und 5 liegt, ja, weiß nicht, irgendwo westlich, nee, doch westlich von der 2. Da drüben haben wir auch noch so ein Ding. Aber ich habe den Eindruck, die Anordnung spielt keine Rolle. Oh. Da war es schon. Okay, das ist wieder gelb. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ist gelb. 6 hatten wir schon mal rausgefunden. Das haben wir schon. Okay. Gut. Lass uns mal. Oh, hier ist noch eine Postkarte. Yay. Leute, die Schach spielen. Okay. Gut, sehr cool. Was machen wir jetzt weiter? Gibt es hier in der Ecke noch irgendwas? Hier in der Ecke ist es Tiere. Noch eine von diesen Echsen. Okay, ist denn auf der anderen Seite etwas, bevor wir den Mittelgang weitergehen? Hier ist ganz genau gar nichts. Wozu ist diese Konstruktion gedacht? Da unten erwartet uns schon jemand. Na gut, gehen wir mal zu dem Herrn. Fragen wir ihn mal, was er will. How is this powerful wave of energy here? I am sure I can level it. I need to look around. Okay. Was habe ich falsch gemacht, was ich vorher immer richtig gemacht hatte? Hätte ich es nicht anstellen sollen? Können wir hier oben rum? Hier oben kommt keine Abkürzung. Okay. Okay. Diese 6 gelb hier, würde ich mal sagen, kann es sein, dass das nicht richtig ist? Doch, ist okay. So. Also dadurch kommen wir nicht, ne? Nee. Kommen wir nicht. Komme ich denn hier irgendwie hoch? Nein. Da, was ist hier? Hier ist gar nichts. Okay. Hier komme ich auch nicht hoch. Springen ist nicht. Gut. Okay. Da das hier nicht funktioniert, also irgendwas werden wir hier wohl eingeschaltet haben. Kommen wir denn jetzt da oben weiter? Lass mal gucken. Wird von hier nicht angezeigt. Hör mal, Jungs, könnt ihr mir helfen? Nee, können sie nicht. Okay, komme ich denn jetzt hier oben über die Brücke? Jetzt, da dieses Teilchen hier doch angeschaltet ist. Hier geht es immer noch nicht weiter. Zu schade. Okay, was ist hier? Nee, die Brücke ist auch noch versperrt. Das ist blöd. Das ist leider sehr doof. Okay, ist hier hinten irgendwas Interessantes? Nein. Hier haben wir uns das letzte Mal auch schon ausführlich umgesehen, ne? Okay, könnte es sein. Zweimal gelb macht mich nervös. Warte mal, wir haben 1, 2, 3, die 4 fehlt uns noch. Ich würde dann mal versuchen, da das hier nicht funktioniert, den anderen gelben auf die 4 umzustellen. So, hier durch. Die 6, ne, das ist ausgerechnet am weitesten entfernten Punkt. Hier. Der müsste es sein. Nee, das ist grün. Was? Ist es die 3? Wo sind die 2? Wo ist denn das andere Gelb? Ich bin gerade irritiert. War das da oben? Nee, das war doch nicht da oben, oder? Nanu? Oder müssen wir hier erst den Brunnen anschmeißen? Das wäre hier. Das ist.
Ja gut, das ist mehr Orange als Gelb, ne? 3, 6. Genau, so. Wenn ich hier die 4 ausprobiere, passiert gar nichts. Mal gucken, gibt es jetzt immer noch den Elektroschock? Zeig mal. Okay, das ist ein helles Gelb. Nee. Es gibt immer noch einen Elektroschock. Habe ich denn einen für übersehen? Dann gibt es noch einen, den wir bisher nicht gefunden haben. Okay, das hier notiere ich mir gerade mal mit 6 Orange. Okay. Aber wo ist denn noch einer? Da ist irgendwas. Komme ich da ran? Nö, das ist nur ein Steinstück. Okay, so Leute, wie komme ich hier durch? Das ist alles richtig. Das haben wir auch hinter uns gebracht, ne? Also, so irgendwie. Ist da oben noch was? Nee, das Ding können wir immer noch nicht mitnehmen. Hier kamen wir auch nicht rein, nicht wahr? Nee, hier kommen wir nicht hinein. Okay, gut. Wenn ich jetzt eins dieser Räder wieder bewege. Es geht ja immer darum, Energie weiterzuleiten. Ne? Guck mal, hier blinkt es. Warum blinkt es hier? Was passiert nun, wenn ich mich dem nähere? Ist hier irgendwas? Nee, was ist mit hier? Hier blinkt nichts. Hier sind die beiden Jungs. Hör mal, kann sich einer von euch mal auf die andere Seite stellen? Und da kann ich nichts mehr dran ändern. Okay. So, Licht ist an. Aber ich komme nicht weiter. Okay, schon gut. Ja. Dann lass uns hier doch mal etwas genauer umsehen. Es wird wohl hier sein, ne? Da? Nee. Irgendwas auf dem Fußboden? Auch nicht. Hier ist eins, da ist auch eins. Gibt es hier denn, rot ist tot, gibt es hier denn noch eine andere Möglichkeit? Nein. Gibt es nicht. Okay, keine andere Einstellmöglichkeit. Hier ist, oh warte mal, hier guck mal, da ist noch irgendwas. Was ist das? Da fehlt einer, ne? Oh, ach, damit kann ich diese Dinger verschieben. Okay. Was bedeutet das? Muss es komplett zu sein oder komplett offen? Komplett zu, würde ich mal sagen. Ne? So, nee. Zwei übereinander. Ist das okay? Oder kommt der Blitz? How is this powerful wave of energy here? I am sure I can level it. I need to look around. Ja, okay, alles klar. Es geht also darum, den Durchgang komplett zu überdachen. Gut, also so. Nee, warte, das war falsch. Oder? Kann das richtig sein? Wenn ich jetzt hier... Ja, gut. Nein, nicht gut. Nein, nicht gut. Ach, Mist. So, wenn ich die umdrehe... Und dann... Ach, der geht gar nicht mehr. Ach, das funktioniert nicht. Also, der muss hier sein. Wie bekomme ich den da? Die beiden würde ich gerne trennen. Okay.
bringt gar nichts. Das bringt gar nichts. So. Da bewegt sich der obere und der untere. Okay. Jetzt den da und jetzt den, ne? Nee, ach Mist. Nee, hat noch nicht geklappt. Aber ich habe die beiden immerhin voneinander getrennt. So, fast. Nein! Ah, jetzt habe ich sie wieder zusammengeschoben. Nein! Okay, gut, sie sind wieder auseinander. Wunderbar. Shit! Ich weiß es nicht und ich erkenne das Muster nicht. Die beiden sind auseinander. Cool. So. Jetzt. Ist es der oder der? Ja. Toll. Falsch. Nein! Doch, war richtig. Okay, cool. So, jetzt müsste es funktionieren, oder? Fragt mich nicht, wie das Muster war. Okay, alles klar. So, wir sind durch. Ach, das ist der Typ von dem Foto. Bevor wir da rangehen, gucken wir. Turn to face the building. Position yourself in such a way that the round cursor fills. Click the left button of the mouse. Now you can point the parts of the device and click the left mouse button. Clicking on the wheel will rotate it. Was? Da? Okay. Ach du Heiliger. Oh, das wird furchtbar. Ach hier, wir schaffen einen Durchgang. Okay, gut. Ja. Geht, läuft. Okay, so. Da passiert irgendwas drin, ne? So. So kämen wir schon wieder. Da ist irgendwas im Inneren. Okay, wir sagen erstmal dem Typen guten Tag. Guten Tag. Nicht guten Tag? Doch, guten Tag. Hallo? The Revolving Palace, Hazuitsu. I read about it in academic studies devoted to the history of Regulus. It was a kind of architectural code, a safety device against thieves. I assume that they have been out of service for a long time, and they are just monuments. But this machinery, it looks as if it still operates. Absolutely. Hazuitsu is a great challenge, but I'm sure you can do it. Ja, das glaube ich auch. So, okay, guten Tag. Dann sagen wir mal tschüss. Okay, so, erstmal umsehen, ne? Erstmal umsehen. So, da ist, ja, wir kommen dort weiter. Wir kämen auch hier weiter, aber dummerweise sind die Pforten noch nicht geöffnet, ne? Ich nehme mal an, das passiert erst, wenn wir die richtige Kombination gefunden haben. Also, nein. Da haben wir es. Gut, lass mal gucken. So, hier ist... Entschuldigung, Verzeihung. Ich wollte nicht stören. Also, hier kommen wir da durch. Da nicht. Das heißt, hier müssen wir die nächste Tür hinbringen. Und dann das eine. Da sind zwei Türen drin. Ich muss den dann noch einen weiter drehen. Das hier ist schon ganz richtig. Ja, ist schon ganz richtig. Und das hier ist auch okay. Gut, alles klar. Es ist nicht mehr ganz so schlimm. Ich muss nur noch... Welcher war es? Der obere, ne? War aber leider verkehrt. Oh, warte mal. Funktioniert das so auch? Nee, so funktioniert es nicht. Nee, halt. Was ist hier in der Mitte? Hier ist gar nichts. Gut. Cooles Rätsel. Halt. Okay, so. So komme ich dahin. Wenn ich den jetzt drehe, ja. Komme ich da durch, ne? Komme aber von dort nicht weiter. Doch, komme ich. Hier war. What does it mean? Is it a survival test? Where's the hotel? No worries. Use your exceptional intelligence and you will handle it no problem. Okay. Super. Also, das ist richtig. Das passt.
Das hier ist das eine Öffnung? Nee, ist geschlossen, ne? So, also das funktioniert alles okay. Aber hier kommen wir nicht durch. Nee, das passt so noch nicht. Also, ich würde es gern so drehen, dass wir da reinkommen. Das war okay. So. Ist es das jetzt schon? Warte. Wie komme ich? So komme ich. Okay. Nee, hier ist auch eine Sperre. Ach, wie doof. Also, da ist eine Sperre. Das heißt, ich muss jetzt... Ach nee. Ach, da ist noch einer zum Drehen. Ach, du Heiliger. Okay, fantastisch. Gut, dann drehe ich den hier wieder zurück. So, okay. So, mal gucken. So, jetzt kommen wir hier durch. Nee, das war zu weit. Ah, Mist, 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 Mist. Na schön. Das könnte noch ein bisschen Lauferei werden. So, okay. Also, den... Nee, das war der falsche. Obwohl, jetzt komme ich hier rein. Ne? So, da hatten wir festgestellt, geht's nicht durch. Das heißt... Nee, warte, kann ich hier andersrum drehen? Ich kann. So, jetzt kann ich hier reinlaufen. Jetzt würde ich gerne den hier weiter drehen. So, und zwar den inneren. Nee, nicht ganz. So müsste es passen. Okay, jetzt kommen wir. Guten Tag. Jetzt kommen wir hier durch. Da rein. Hier, da ist auch eine Sperre. Mist! Dort ist es. Gibt es da in diesem Käfig überhaupt einen Eingang? Gibt es da irgendwas? Mist. Hm. Alter Schwede. Okay. So, ich sehe hier jetzt leider nichts. Wir können es nur ausprobieren. Wir können es nur ausprobieren. Da hat sich gar nichts geändert. Natürlich hat sich da nichts geändert, weil sich das auf den hinteren Teil bezieht. Warte mal, aber wenn ich den hier jetzt so drehe, dass die Tür hierher zeigt, dann müssten wir doch da rumkommen, ne? Sekunde, lass mich das ausprobieren. Ich muss das ausprobieren. So, das ist jetzt ein bisschen ruckelig. Sorry for that. So, einmal. Okay. Und hier geht es nämlich nirgends hin. Da drüben ist ein Ausgang. Eine Tür. Eine Tür. Da muss ich hin. Und hier ist... Da sieht es doch nach einem Durchgang aus, ne? Aber ich komme nicht... Von hier, da komme ich nicht hin. Warte mal. So, das war der hintere, glaube ich, ne? Ja. Das weiß ich nicht. Nee, das hat noch nicht gereicht. Das war auch verkehrt. Ups. Ich drehe sie in die falsche Richtung. Eins, zwei. Gleich toll. Obwohl, warte mal, wenn der hintere. Was ist der da dahinter? Fabelhaft. So. Gibt es da eigentlich noch einen Drehmechanismus? Nee. So. Oh, immer noch nicht. Wir probieren es weiter. Immer noch nicht. Das funktioniert gar nicht, ne? Kann das sein? Das funktioniert überhaupt nicht. Ich muss den hier drehen. Aber da geht es nach dort nicht weiter. So, und jetzt? Jetzt gehen mir allmählich die Ideen aus. Hm. Hast du einen Tipp? Hm. Okay. Also schön. Hm. Drehen wir es also wieder so rum und versuchen nochmal diesen Weg hier. So müsste es richtig sein, ne? So, genau. Diesen Zustand hatten wir schon mal.
Aber jetzt kommen wir hier nicht hin. Verdammt. Warum? Was übersehe ich hier? Zwischendurch quetschen kann ich mich auch nicht. Hier geht's nicht lang. Da drüben geht's auch nicht lang. Die einzige Chance, da irgendwo weiterzukommen. Ah, guck mal, da wartet schon das nächste Rätsel auf uns. Na super. So. Ich sehe mich gerade mal um, ob es hier nicht vielleicht doch irgendwo noch Räder gibt. Es gibt nirgendwo Räder. So komme ich hier nicht rein, ne? Nee. Genau, weil der Zugang sich dort befindet. Das heißt, ich müsste also... Lalala. Dorthin zu kommen. Halt, warte, falsche Richtung. So. Jetzt komme ich da aber nicht rein. Falsche Richtung. So, jetzt stehen wir wieder vor der Tür. Es gibt nur die Option, hier ranzugehen. Hier ist es jetzt nach dahin offen, oder? Aber auch diese Situation hatten wir doch schon mal. Dieses Szenario hatten wir auch schon mal ausprobiert. Falsch. Nein. So. Das haben wir schon mal gemacht. Das hat aber doch nirgends dahin geführt. Nee, siehst du, hier ist es nämlich zu. Hier ist es, warte mal, okay, lass uns da mal anders rangehen. Also, hier ist es halb geöffnet. Wenn ich den also noch einen weiter drehe und den hier 1, 2, 3, 1, 1, okay, meinetwegen. Also, den noch einen weiter. Alter, ist das eine Schieberei. So. Den dahin. Jetzt kommen wir da nicht mehr durch. Das ist richtig. Halt, achso, ich wollte den mittleren drehen, ne? Der lässt sich hier rüber drehen. So, so ist nicht. So ist nicht. So ist. Ist es das? Ne, Mist. Ich muss den hier auch noch ein Stück weiter drehen. Das funktioniert. So, jetzt sind wir schon mal hier drin. Ja, cool. Ja! Okay, ich bin hier. Wir haben sie alle durchquert. Aber was ist jetzt hier so Aufregendes? Hier geht es ja auch nicht raus. Es geht hier nicht raus, Leute. Da geht es raus. Raus. Ich muss den da drehen, ne? Ja, alles klar. Ich verlaufe mich hier gerade. So, da sehe ich aber nicht, wie weitergeht. Also, was ist der? Noch ein. Jetzt müsste es klappen. Okay. Was für ein cooles Rätsel. Ja, nee, klappt nicht. Einen zurück. Einen zurück. Okay. Doch nicht so cool. So. Es ist das jetzt, bitte. Lass es das jetzt sein. So,
hier durch, da. Es ist geschafft. I am very impressed, Bogard. Only a few managed to break the code of the revolving Hazuitsu palaces, which today are only a historical memory. But how much truth is hidden in forgotten places? You know something about that, do not you, Bogard? I am fed up with this. First of all, you are not my guide. Second, where is Amiya? I want to see her, right now. Bogard, I kindly ask you to keep calm. In front of you is the hollowed-out Andromeda Hotel, one of Regulon's attractions. Missing Amiya is waiting for you. You are only separated from the road to the hotel by the Rainbow Gate. The Rainbow Gate? Another test. The Stone Towers must be the answer. Okay. Aber das hatten wir doch schon herausgefunden, ne? Eins ist pink. Alter, da war es eben. Eins ist pink. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs ist gelb oder orange. Ich probiere es mal mit orange. Können wir ja noch ändern. Drei ist grün. Grün, okay. So. Hier ist 6, das eine war gelb, dann machen wir das hier mal zu orange. Das ist orange, dann lassen wir das hier gelb. 2 ist blau. Blau und 5. 5 ist rot. Okay, das war offensichtlich falsch. Dann nehmen wir das orange und das hier gelb. Okay, und? Gar nichts gebracht. Na toll. Das hat gar nichts gebracht. Aber das ist doch richtig. 2 ist blau. 5 ist rot. 2, 3. Das sind 7. 7? 7 haben wir noch nicht gefunden. Haben wir 7 schon gefunden? 3 ist grün. 3, genau. 1 ist pink. Gab es noch ein anderes Pink? Nö, eins ist pink. Und 6 ist gelb. Ja. Ist das hier etwa das andere Grün gewesen? Hier ist grün. Das hier dann orange. Und das hier gelb. Na, komm schon. War es nicht. Ach Mist, jetzt muss ich sie doch tatsächlich alle nochmal ablaufen. Okay, ich mach das mal eben. Ich bin gleich wieder da. Ja! Es ist geschafft. Okay, gut. Aber offensichtlich war das... offensichtlich war das nur eine, die Hälfte der Lösung. Also... oh, jetzt haben sich... Mist, jetzt haben sich alle auf das Level, auf dasselbe Level gehoben. Okay, aber nichtsdestotrotz, das ist die Lösung, Leute. Okay, wir brauchen... oh. Was war das? Ich hab... was? Was ist, wenn ich da drauf drücke? Blau? Was hat das zu bedeuten? Wo ist denn blau? Blau ist gar nicht mehr. Blau ist blau war. Ich habe nur hellblau gesehen. Okay, was ist das? Das sind unterschiedliche Orte, aber sie sind alle blau. Okay, das müssen wir mal rausfinden. Aber das finden wir erst in der nächsten Folge raus. Also Leute, bis morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Cooles Bild zum Schluss. Das ist cool genug. Okay, alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Macht's gut.